Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engaged und ich bin immer noch ein bisschen genervt, weil Leaf mich an den Rand meines Verstandes gebracht hat. Ich habe keine Ahnung, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft, die zu besiegen. Wir haben es wirklich geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie, aber... Ich bin einfach nur so dankbar, dass wir das hinter uns haben. Ich habe da nicht mehr dran geglaubt. Ihr seid seit unserem ersten Treffen viel stärker geworden, Savannah. Ich habe das Gefühl, noch einen langen Weg vor mir zu haben. Ich weiß eure Anleitung zu schätzen. Anleitung? Eine interessante Wortwahl. Ich glaube nun zu verstehen, warum die Prüfung an diesem Ort stattfinden musste. Oh, warum? Ich war ein junger Prinz, unerfahren in der Führung einer Armee. Ich habe viele Fehler gemacht. Einige davon waren fatal. Am Tag dieser Schlacht sagte mir jemand etwas. Seine Worte blieben mir seitdem im Gedächtnis. Blut, das einmal vergossen wurde, kann nicht wieder zurückgegeben werden. Sorge dafür, dass ein Opfer einen Wert besitzt. Savannah, das Leben ist eine Serie von Entscheidungen. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, ob Entscheidungen der Vergangenheit richtig oder falsch waren. Alles, was wir tun können, ist die Zukunft in etwas Gutes und Gerechtes zu verwandeln. Danach müssen wir streben. Das ist es, wofür ein Anführer verantwortlich ist. Und das ist es, was ich an einem Ort wie diesem gelernt habe. Ich danke euch, Leaf, dass ihr eure Geschichte mit mir geteilt habt. Ich habe das Gefühl, nun mehr zu verstehen als vorher. Ich werde daran arbeiten, eine gute Zukunft aufzubauen. Und ihr werdet ihr bis zum Ende dieses Krieges an meiner Seite sein? Hier an den Ufern dieses schönen Flusses gelobe ich euch zu dienen, Savannah. Ach, du brauchst mir nicht dienen, Leaf, es ist alles in Ordnung. Komm einfach mit, es reicht schon. Wer bei wem war Leaf denn jetzt? Jetzt hat er den Ring wieder abgenommen und ich weiß wieder nicht, wer ihn hatte, ne? Muss ich gleich gucken. So was Blödes aber auch wieder. Alter, wir haben mit 5 Mann Nezelkov auch schon tot, ne? Haben wir tatsächlich nur mit den 4 Leuten da gewonnen? Oh, yeah. Das war kein Kampf, das war ein Krampf. Ihr habt die Prüfung bestanden und nun fühle ich eine neue Macht in mir. Ich danke euch. Ja, Alter, wenn das auch nicht was gebracht hätte, wäre ich sauer geworden. Ah, nee, nee, nee. Ah, Fugado. Hallo, es tut mir leid, ich habe euch alle geopfert. All die Erfahrungen, die ich in eurer Armee sammeln durfte. Ich fühle mich furchtbar. Hallo. Für welche Experimente habe ich hier Zeit? Ah, hallo Göttliche, bitte beachtet mich gar nicht. Experimente? Muss ich es bereuen, dass ich dich mitgenommen habe? Okay, da hinten geht es nicht. Alfred. Alter, da wollte ich dich mal einmal wieder mit... Warum gibt es hier nicht... Ich muss zugeben, dass ich mich ständig umsehe wie ein Kind, das zum ersten Mal seinen vertrauten Wohnort verlässt. Warum gibt es hier nicht wie ein Pokémon so... Bonbons, die ich denen in den Hals drücken kann. Hier, friss und wird stärker. Hi. Das wäre schön. Was ich hier halt schön finde, ist halt, dass sie, wenn man diese Gespräche mit denen hat, halt so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie dieses Kämpfen zwar machen, aber halt einige nicht unbedingt gerne. Ich habe da so eine Vorahnung, dass wir hier draußen auf etwas Niedliches stoßen werden. Haltet die Augen offen, ja?
Ich bin ja schön auf dich gestoßen. Du bist Niedlichkeit genug. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr niedlich. So. Oh, hier steht ein Schaf. Ihr wisst ja, Tiermessi und so. Nehmen wir alles mit. Ja, es ist mir egal, ob du Bock hast oder nicht. Nehme ich trotzdem mit. Ich meine, du hast hier eine schöne, saftige Wiese. Das wäre eigentlich auch in Ordnung, wenn wir dich hier lassen würden. Aber ne. Da sitzt noch ein Müff. Das Pandreo mir gestorben ist, ne? Und wie gesagt, wenn ich mir dann vorstelle, ich würde das so spielen, dass die nicht wiederkommen, die Einheiten. Ich würde sterben. Ich würde so vor Scham sterben. Hi. Ich kann förmlich spüren, wie meine Fähigkeiten sich verbessern. Weißt du, freunde dich so ein bisschen mit Ivy an, ja? Ich will jetzt erstmal zurück ins Thumbnail. Ich bin ja echt ein bisschen. Ja, witzig, die Hauptstory geht mir gerade besser von der Hand als die Nebenquests. Das ist ein bisschen deprimierend, aber. Ja, Alter, zeigt mir das doch nicht auch noch so. Das Huch, schmeiß ihn ja mal trinken. Ist ja furchtbar. Egal, ich hatte da wirklich schon mal abgehakt. Also, ich wollte das schon neu anfangen. Ich war da schon mit durch. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch schaffe. Okay, gucken wir uns doch erstmal die. Kein einziges Unterstützungsgespräch ist hier zum Kotzen, was da denn passiert. Sieh sich das einer an. Ich bin tatsächlich im Somniel. Eine weitere Geschichte, die ich meiner Frau auf der anderen Seite erzählen kann. Ja, oh, Mann, du Armer. Ich wollte zum Schwimmbecken. In der Hoffnung, dass ich noch irgendwo Gespräche freischalten kann. Ich bin ein wenig von besessen. Das bin ich bei Fire Emblem aber immer. Das ist ganz schlimm mit mir. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, warum ich da so tatsächlich ein bisschen besessen bin. Hier will irgendwer mit mir reden, aber ich sehe ihn gerade nicht. Ach, Ivy. Ach ja, Ivy. Ivy, die sich um ihr Volk sorgt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Heute bist du fürs Kochen zuständig, das ist schön. Dann würde ich tatsächlich gerne mit Alfred und wo ist Ivy? Da. Es ist ja nur. Sieht ja nur eher nach dem Nachtisch aus. Nach einer Süßspeise. Ey. Und da ist die Ey. Sehr schön. Sehr schön. Danke. Ach, Gespräche, Gespräche, Gespräche. Achso, Bandlevel. Aber Band hatten wir auch was, genau. Ich bin nicht der Typ, der sich darum sorgt, ob er wie ein echter Prinz rüberkommt. Das ist nicht mein Ding. Ich selbst zu sein, ist mein Ding. Nun, ihr habt eine starke Persönlichkeit. Das gefällt mir. Es ist viel besser als jemand, der viel zu wenig Persönlichkeit zeigt. Spielt sie damit auf Alchrist an? Sieh dir diese smaragdgrüne Kerze an. Ich habe bei ihrer Anfertigung an dich gedacht. Oh,
Die ist aber hübsch. Können wir sie anzünden? Nein, die ist doch kaputt. Macht man doch nicht. Gut. Oh, das beruhigt mich mal so ein bisschen. Alfred, hey, Alfred, habt ihr einen Moment Zeit? Sicher doch, was immer ihr braucht, ich bin ganz Ohr. Ich weiß die leckeren Frühstücke wirklich zu schätzen, die ihr mir jeden Morgen zubereitet. Aber dürfte ich euch bitten, damit aufzuhören? Oh je, sicher waren sie zu fleischlastig, oder? Dabei wollte ich nur, dass ihr stark werdet. Ehrlich gesagt könnte es tatsächlich etwas weniger Fleisch sein, aber darum geht's mir gar nicht. Ich fühle mich nur nicht gut dabei, dass ihr mir zuliebe jeden Morgen so viel Aufwand betreibt. Ja, verstehe schon. Ich bedauere zutiefst, dass ihr euch meinetwegen schlecht fühlt. Ich wollte nur einer Freundin mit gesunden, leckeren Frühstücken etwas Freude bereiten, aber ich werde mich zurückhalten. Ich danke euch, Alfred. Da wäre noch eine weitere Sache. Jede Nacht, während ich in den Schlaf hinübergleite, höre ich so ein gespenstisches Flötenspiel. Das bin ich, der euch ein Schlaflied spielt. Schließlich soll die göttliche Nacht hier auch angenehm schlummern. Also habe ich eure Silhouette außerhalb meines Zimmers doch richtig erkannt. Euer Flötenspiel ist wirklich bezaubernd, aber es wäre mir lieber, wenn ihr auch damit aufhören könntet, bitte. Ihr spieltet bis tief in die Nacht und dieses Lied verfolgt mich bereits in meinen Träumen. Oh nein, bitte verzeiht. Verzeiht mir, da ich nicht genau wusste, ob ihr bereits eingeschlafen wart, spielte ich eben einfach weiter. Oh mein Gott. Ich wollte doch nur helfen, aber das ging wohl mächtig daneben. Vielleicht bin ich eurer Freundschaft einfach nicht würdig. Nun übertreibt nicht gleich. Normalerweise nehme ich mir Dinge nicht so zu Herzen, doch jetzt fühle ich mich furchtbar. Vielleicht sorgt etwas Laufen für Zerstreuung. Verzeiht die Unannehmlichkeiten, Göttliche. Ich werde mich nun dem Laufsport widmen. Auf bald. Oh Gott, der Arme. Alfred. Wartet, Alfred. Oh Gott, ja, das habe ich ja wieder super hingekriegt, ne? Es könnte halt echt so ich sein, ne? Das war da wahr. Ja, hallo Amber, hast du dich wieder mit den Alpakas in deiner Heimat unterhalten? Hey, Göttliche, aber sicher. Darf ich wohl fragen, was du ihnen gerade gesagt hast? Oh, das war, wie geht's euch, Kumpels? So wird das gesagt, in der Sprache der Alpakas? Absolut. Wenn ich sie das auf der Farm gefragt habe, haben sie immer sofort geantwortet. Wirklich? Das ist ja drollig. Ist ja süß. No, Pucci. Ja, ist es. Super süß. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages aus so weiter Ferne mit ihnen sprechen würde. Ich
Um ehrlich zu sein, mir gefiel mein Heimatort nicht so sehr. Mitten im Nirgendwo, meilenweit nichts, was einen aus den Socken haut. Ich konnte nur noch daran denken, wie ich dort wegkomme. Eines Tages werde ich diesen Ort verlassen, dann Held werden. Nun, da ich ein Getreuer geworden bin, fange ich an, meine Heimat immer mehr zu vermissen. Ich fühle mich irgendwie einsam. Ach, Männer, tut mir leid, ich wollte nicht jammern. Es ist in Ordnung. Ich bin hier, um dir zuzuhören. Wenn du dich einsam fühlst, kann ich eine Weile bei dir bleiben. Ich hoffe nur, dass ich genauso unterhaltsam bin wie deine Alpaka-Freunde daheim. Mach dir Witze? Ich würde mich freuen, wenn wir uns weiter unterhalten. Ich könnte euch sogar noch mehr von der Alpaka-Sprache zeigen und beibringen, wenn ihr das möchtet. Klingt lustig. Ja, gut. Da sind wir sehr nett. Da bin ich ja jetzt sehr gespannt. Was macht ihr denn so spät noch hier, Prinzessin Ivy? Prinz Alfred? Ich schätze, es erscheint verdächtig, dass eine Illusionerin nachts allein umherschreift. Keine Sorge, ich plane nicht, jemanden zu ermorden oder Brandstiftung zu begehen. Wobei ich sicher bin, dass meine Beteuerungen euch von nichts bedeuten, da sie schließlich von mir stammen. Ihr scheint nicht so schlimm zu sein. Inzwischen tendiere ich dazu, euch zu vertrauen. Ach, die Naivität des Firenischen Kronprinzen überrascht mich. Wenn das der Preis ist, den ich für mein Vertrauen in andere zahle, dann soll Naiv mein zweiter Vorname sein. Wolltet ihr jetzt was von mir? Wenn ihr meine Motive nicht anzweifeln würdet, wärt ihr schon längst verschwunden. Nein, ich lasse euch nicht allein. Und weshalb? Weil es ziemlich offensichtlich ist, dass ihr euch verlaufen habt. Meint ihr? Das Somniel ist ein großer Ort mit vielen Ecken und Winkeln. Da passiert es schnell, dass man sich verirrt. Ich gebe zu, ich habe mich ein wenig verlaufen. Wenn ihr dorthin wollt, wohin ich denke, dass ihr wollt, kenne ich den Weg. Gestattet mir, euch zu helfen. Danke. Oh Gott, die zwei sind ja Zucker. Oh mein Gott, sind die süß. Oh mein Gott, wie kann man denn so niedlich sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe Niedlichkeitsüberschuss. Das ist ja unfassbar, wie kann man so niedlich sein? Hört sofort auf damit. Lass das sofort sein, oh mein Gott. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich muss mal wieder Ringe quietschen. Obwohl, hier gibt es, glaube ich, gar nicht so viel zu quietschen. Bei wem war Sigurd jetzt nochmal? Habe ich die eventuell noch gar nicht zugeordnet? Auch das kann mir durchaus passiert sein. Nee, das muss ja sein, ne? Gott, Lukina sieht auch nicht mehr so schön aus. Können wir bitte polieren? よかったらまた。もっと綺麗になりたいです。嬉しいです。まさか
Jo, ich habe 90 Mal auf Ringen rumgerubbelt. Das ist ja auch schon mal ganz nett, glaube ich. Ich finde, sie haben sich richtig entschieden. Also bei Corrin den weiblichen Charakter zu nehmen und bei Byleth den männlichen. Ich glaube, das war schon richtig so. Ich unterstelle einfach mal, dass sie sich freuen. Gern gestehen, Sorin. So, Crumb, auf die rubbel ich auch nochmal. Das klingt falsch. Ja, das klingt falsch. Ja, Kabila. Ich liebe ihren Armring, der sieht einfach so schön aus. Und er passt halt so gut zu ihrer Krone und so, ich finde das schön. Edelgard? Nee, komm, wir nehmen heute mal Dimitri. So. Maybe einer, der sich freut. So, Veronika, auf die muss ich auch kurz rumrubbeln. Halt still. Alter, sie ist ein bisschen gruselig, ne? Ich finde sie mega gruselig. Ich finde sie gruselig. Müssen die mir immer noch mal vor Augen halten, mit was für einem Drama ich da das letzte Mal das Kapitel geschafft habe. Lass das doch mal. Das macht die Sache nicht schöner. So. Jetzt gehen wir noch mal eine Runde ins Bettchen, weil es ist fast dunkel und dann kann man schlafen gehen. Finde ich jedenfalls. Und dann gucken wir mal, ich glaube, dann machen wir, dann werde ich nochmal dafür sorgen, dass die Ringe irgendwie zugeordnet werden. Werde nochmal die Ausrüstung von allen überprüfen und dann sehen wir, glaube ich, zu, dass wir in der nächsten Folge, in der Hauptstory weiterkommen. So, und jetzt halte ich den Mund. Oh mein Gott, ist sie süß. Oh, sie putzig. Oh mein Gott, Panett. Ich hab... Oh Gott. Ah, ist das schön. Ich mag das. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Das. Im ersten Moment, als ich Panett gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, bist du furchtbar. Einfach wegen diesen Strichen in ihrem Gesicht. Also wenn sie das nicht gemacht hätte, ne? Für so ein hübsches junges Mädel. Was das sollte... Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber gut. Muss ich sie ja wahrscheinlich auch nicht. So, aber nur weil jetzt wieder Tag ist, kann ich das Ganze nicht nochmal in Anspruch nehmen, ne? Also hier. Leider ist sie ja auch so gut wie echt komplett nutzlos, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell nach Illusia zurückkehren. Ich muss bereit sein, zu akzeptieren, was auch immer geschehen mag. Sie ist ja tatsächlich einer der wenigen Charaktere, die ich echt nicht leiden kann. Ich weiß nicht. Ich finde sie... Ich finde heute sehr komisch. Geht nicht, habe ich befürchtet. So, dann... müssen wir mal gucken. Wenn so...
Habe ich jetzt echt ein paar Ringe nicht aus so Wussigo tatsächlich? Was habe ich denn da noch? Ich habe einen Axtträger. Okay, also nur Leaf. Und ich glaube. Ne, Panette hat. Wo war Leaf denn verflucht noch eins? So viele Axtträger habe ich ja eigentlich gar nicht mehr. Band? Bandit hatte aber keinen. Die hier unten hatten eigentlich alle keinen. Alter. Ist das denn möglich? Sie hat Hector. Naja, komm, machen wir es halt mal so. Nee, bei dem will ich das gar nicht, weil dann nimmt er mir die Heilung wieder weg. Nee, bei ihr will ich das auch nicht, weil gleiches Problem. Gott, wen hat Goldmarie dann bei sich? Erika, okay. Okay, okay, okay. Als, ich möchte sie gern mit dich haben, das ist so schöner. Dann heißt es jetzt wohl tatsächlich gleich mal in den sauren Apfel beißen und in den nächsten etwas längeren Kampf ziehen. Weil Leaf, also jetzt, ich bin zwar schon über Level 9, aber irgendwie habe ich jetzt gerade gar keinen Mut, mich an das nächste Kapitel, ich glaube, das müsste Erika dann sein, ne? Wo, nach Leaf? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass wir noch eine Nebenquest noch haben, die gemacht werden müsste. Die ich mich aber, wie gesagt, gerade eigentlich gar nicht so richtig rantraue. Weil ich das Schlimmste befürchte. Und dann gibt es ja auch noch diese Möglichkeit, da unten runter zu gehen. Aber ich glaube auch dafür, also in den Brunnen zu springen und das DLC zu gucken, zu machen. Aber ich glaube auch dafür sind wir einfach noch nicht bereit. So. Und dann mache ich diese Folge jetzt ein bisschen kürzer, weil hier jetzt nur noch irgendwie durch Somnil-Rängen macht auch nicht ganz viel Sinn für die letzten 2 Minuten. Die uns quasi noch fehlen. 1,5 Minuten, wenn man Intro und Outro mitzählt. Also von daher sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's in der Story ein bisschen weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.